Hallo, guten Tag. Ich bin der Morgencafé sozusagen und bin froh, dass so viele da sind und auch so frisch ausschauen alle. Ich habe nämlich gestern sehr, sehr lange auch den Twitter-Feed verfolgt und gesehen, dass sehr viele um 11 Uhr auch noch hier in den Räumen waren, was mich natürlich freut. Ich war leider noch nicht da, weil ich noch in Amsterdam war. Gestern war Sophie Detzelhofer da, morgen wird Larissa Vasilian quasi ich sein und letztes Jahr war Verena Thies ich. Also letztes Jahr hat eine andere Kollegin den Call vorgestellt hier im Rahmen. Ich bin froh, dass ich dieses jetzt hier sein kann und so ein bisschen Revue passieren lasse. Viele haben es mitbekommen. Wir haben letztes Jahr hier das vorgestellt zu einer Zeit, als wir noch in der Ideenfindung waren. Wir waren damals noch so wie dieser Nikolaus hier auf der Eisplatzlaufbahn und haben uns gedacht, okay, wir wollen einen Podcast-Wettbewerb machen und mehr war das eigentlich am Anfang noch gar nicht. Wir wussten, dass das im Haus ein Projekt sein soll, das sehr viele Abteilungen miteinander verbindet, weil das war eines unserer großen Ziele. Das eine Ziel war nicht, Reichweite zu schaffen oder sehr, 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 sehr viele Ideen zu bekommen. Das Ziel war, einige qualitativ hochwertige Ideen zu bekommen und sich intern im Haus zu vernetzen zu dem Thema. Podcasts sind sehr, sehr lange im Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Können wir nachher auch ein bisschen darüber diskutieren, was versteht das Öffentlich-Rechtliche als Podcast, was versteht die freie Szene als Podcast, das ist, matcht auch nicht immer. Das sind so ein paar Abteilungen, die beteiligt waren, also Hörbild und Feature, die machen klassische Hörfunkfeatures, die Hörfunkdirektion. Letztes Jahr war Michael Reichert hier vom Radio der Zukunft, also es gibt jetzt eine Stelle, die sich damit auseinandersetzt, hier Zukünftiges zu schaffen. Puls wird sich auch heute noch mehr vorstellen, Florian Mayer-Havranek, die sehr viel in dem Bereich machen und die Kollegen von SEP, auch zwei sind hier, der Christoph Wolf und Erik Teubert, die den Call for Podcast hier auch hauptsächlich programmiert haben und die aktuell auch an den Neuausgestaltungen des Podcast-Verzeichnisses des Bayerischen Rundfunks sitzen. Also mit Ihnen könnt ihr auch dann direkt ins Gespräch gehen, wenn es darum geht, was im Hintergrund für Technik läuft oder was der Entwicklungsprozess war. Ich würde ein bisschen mehr auf die inhaltlichen Komponenten dann eingehen und die Bär Media, die hier im Haus auch Medienprodukte auf dem Markt vertreibt. Also das ist Call for Podcast war ein Vernetzungsprojekt für uns ins Haus und aus dem Haus hinaus. Und wir haben gesagt, wir suchen Konzepte für neue Podcasts. Wir machen die Ausschreibung sehr, sehr offen. Weil wir nicht einschränken wollten. Wir wollten einfach auch mal sehen, was wollen die Leute denn gerne selber machen. Sie sollen sozusagen die Qualitätskriterien aus sich selbst heraus definieren und auch ihre Themen aus sich selbst heraus definieren, ohne dem, dass wir am Anfang uns sofort wieder einschränken und kanalisieren. Wir haben gesagt, wir wollen das in zwei Runden aufteilen. In einer Runde Piloten prämieren, die dann auch in so ein kleines Produktionsbudget bekommen, um dann nochmal einen Dummy zu machen. Und aus diesen 10 Piloten in der zweiten Runde dann auch nochmal drei Gewinner rausholen, die dann mit uns in Gespräche gehen über die weitere Produktion ihrer Podcast-Ideen. Wir haben gesagt, wir wollen ein reines Jury-Voting, kein Publikumsvoting. Wir haben hier einige Erfahrungen gemacht mit Publikumsvoting. Das ist immer ein bisschen ein Problem, weil sehr oft die natürlich gewinnen, die ihre Community am besten irgendwie hochpeitschen und dann auch nicht unbedingt die besten Projekte sind, sondern einfach so die agilsten Menschen im digitalen Markt oder diejenigen, die besten Bots programmieren können. Und die besten Scripts, um irgendwie das Voting zu hacken. Wir haben gesagt, aus der Nummer wollen wir uns mal ein bisschen rausnehmen. Wir haben dann aber auch gesagt, das noch Benchmark war damals tatsächlich 60 Einreichungen, also nicht Eirneichungen, sondern Einreichungen und die Vernetzung und der Wissensaustausch nach außen. Wir wollten auch kooperieren. Wir haben das letztes Jahr hier vorgestellt. Wir wollten mit einer Plattform auch kooperieren. Wir haben letztendlich mit Spotify kooperiert. Da ging dann letztes Jahr ein großes Raunen durch den Saal. Da können wir dann auch nochmal kurz drüber reden, was das für uns bedeutet hat. Wir von unserem Teil, Daniel ist, glaube ich, auch heute wieder hier. Nicolao, wir waren mit der Kooperation mehr als zufrieden. Ich glaube, Daniel von seiner Seite aus auch. Können wir auch nochmal reden, was da die Grundlagen für die Kooperation machen. Wir haben eben gedacht, 60 Einreichungen, irgendwann haben wir dann doch Angst bekommen, weil wir sehr viel Feedback in der Frühzeit bekommen haben. Wie gehen wir denn eigentlich damit um, wenn mehr Einreichungen kommen? Wir haben gesagt, wir wollen keine kleine Jury haben von 10 Leuten, die irgendwie dann sich ins Kämmerchen zurückzieht und dann so auspokert, wer jetzt irgendwie gewinnt, sondern wir wollen einen Prozess haben, der einigermaßen transparent ist. Wir haben uns dann entschieden dafür, was Schlaues irgendwie zu bauen und haben gesagt, wir setzen eine Crowd-Jury auf. Mindestens 50 Leute, 51 waren es am Ende, die gemeinsam über diese Themen drüber gehen und nach einer festen Kategorien bewerten. Wir haben die Jury so zusammengesetzt, dass sie eine gute Mischung ist zwischen Leuten, die auch im öffentlich-rechtlichen Kosmos unterwegs sind, aber auch Leute, die im freien Kosmos unterwegs sind. Und einige von denen, die Sie hier irgendwie per Bild sehen, werden Sie auch garantiert kennen. Markus Schuler ist mein Kollege im BR, jetzt im LA als Reporter aus dem Silicon Valley. Der hat das letztes Jahr hier organisiert.
mit von BR-Seiten aus. Es sind, Nele hat schon gesagt, sie war dabei, Dirk Prims, der heute leider nicht hier ist, sondern aus Südostasien, habe ich gestern auf Twitter gesehen, die ganze Veranstaltung verfolgt. Die Nora Hespers, die hier scheinbar auch hinter der Kamera steht, habe ich dann gestern auf einem Foto noch gesehen. Daniel und viele, viele Leute, die auch, glaube ich, hier Altbekannte sind, die uns dabei unterstützt haben und wo wir eigentlich gedacht haben, das wird schwierig sein, 51 Leute zusammenzubekommen. Die hatten wir aber innerhalb von einer Woche beieinander. Und die haben auch gesagt, wir machen das gern. Wir machen das aus einem eigenen Antrieb raus und wir unterstützen euch bei diesem neuen Zuschnitt von dem Projekt. Dann war natürlich die Frage, wie können wir so eine Jury organisieren? Denn 51 Leute einfliegen, in München in ein Hotel sperren und dann eine Woche lang irgendwie tagen lassen, ist einigermaßen schwierig. Wir haben gesagt, wir machen das digital über ein Tool, das responsiv ist, das auf allen Plattformen funktioniert. Und Gott sei Dank hat man dann mit Erik und mit Christoph und der Kollegin Linda und Ursula mit den beiden ein Team, das da sehr, sehr agil gearbeitet hat und sofort losgelegt hat und auch großen Spaß daran hat, ein Jury-Tool zu entwickeln, wo die Leute ortsunabhängig und nach einem festen Regelset arbeiten konnten. Die haben sich dort angemeldet. Jetzt gehen wir mal kurz in diese Admin-Plattform rein. Auf die hatten Verena und ich Zugriff als Projektleiter, haben gesehen, wie viele Einreichungen kommen rein, hatten dann große Augen vor Weihnachten, als schon weit über 300 Einreichungen da waren, hatten noch größere Augen zwischen Weihnachten und Neujahr, als dann auf einmal die Schwelle irgendwie auf 600 gesprungen ist. Wir hatten über 600 Einreichungen, 601 Einreichungen. Wir haben dann runtergekürzt, einfach durch ein Ampelsystem. Alle diejenigen, die keine Podcast-Einreichungen waren. Gibt ja immer so ein paar Spezialisten bei solchen Wettbewerben, die schicken dann ihre Prosa, die schicken Kurzgeschichten, die schicken Lyrik, zum Teil sehr tolle Kurzgeschichten und zum Teil sehr hervorragende Gedichte, aber eben keine Podcast-Konzepte. Die haben wir disqualifiziert, am Schluss sind 522 übrig geblieben, die haben gegolten und die sind dann in Jury-Voting gegangen. Hier kann man dann auch sehen, wie das dann also bei uns ausgesehen hat. Wir haben dann regelmäßig eine neueste Liste bekommen. Wer ist jetzt gerade auf Platz 1 bis 10 unterwegs, sodass wir einfach einen Überblick hatten. Und wie viele Bewertungen haben die im Durchschnitt schon bekommen? Wir wollten eigentlich am Anfang, dass jedes Projekt mindestens 10 Bewertungen bekommt von Jurymitgliedern. Wir haben den Leuten, die im Juryvoting waren, das dann ausgespielt. Wir haben hier auch gesehen noch, wer wie viel gewertet hat. Das jetzt Dirk Prims war unser bester Bewerter, der hat sich einen kleinen Wettkampf geliefert mit Markus und mit Michael und mit Nils und mit Bene. Komischerweise lauter Männer, die da oben irgendwie rumgebettelt haben, um die beste Bewertung zu bekommen. Die weiblichen Jurymitglieder waren da wesentlich entspannter bei dieser Gamification und sind das ruhiger angegangen. Die hier, das hat man dann minütlich gesehen, wie die ihre Konzepte da bewertet haben. Genau, wenn man in das als Jurymitglied reingekommen ist, hat mich eine kleine Anleitung bekommen, wie das laufen wird, hat die Einreichungen zugespielt bekommen und zwar nach einem Algorithmus. Das lief so, dass immer das Projekt als erstes zugespielt worden ist an das Jurymitglied, das im Moment die wenigsten Bewertungen hatte. Also wir sind nicht einfach jedes Projekt irgendwie durchgegangen, sondern immer die Projekte mit den wenigsten Bewertungen sind hochgezogen worden und die Juroren haben das bekommen. Da wird wir garantieren können, dass alle am Ende eine gleiche Menge von Bewertungen bekommen und damit dann auch ein guter Durchschnittswert irgendwie, aussagekräftiger Durchschnittswert vorliegt. Auch das Entwicklungen, die von den Kollegen von SEP immer aktuell auch im System gemacht worden sind. Wir haben da sehr, sehr viel gelernt, auch im Verfahren über die Logik von so einem Jury-Voting. Viele Sachen, die einfach auch erst während des Prozesses dann uns klar geworden sind, dass wir das steuern müssen. Von dem her war das auch so ein kleines Innovationsprojekt auf dieser Ebene. Dann waren es 5 Kategorien, Originalität, Relevanz, Reichweite, Zielgruppe, Serienpotenzial und dann am Schluss noch so eine der Gesamteindruck, also der Joker, den jemand noch geben kann. Nachdem es bewertet worden, hier noch ein Punktesystem von 0 bis 10 und dann kam am Schluss immer ein sehr klarer Wert dabei raus. Und dann hat man gesehen, am Schluss, wir haben den Jurymitgliedern gesagt, bitte bewertet durchschnittlich 30 Projekte, dann können wir garantieren, dass jedes einen durchschnittlichen Wert bekommt, der aussagekräftig ist. Und haben diese auf, ich glaube, Christoph hat es vorgeschlagen, so eine kleine Gamification reingebaut, um zu sagen, ja, vielleicht hilft es ja was. Die sehen dann, wer auf Platz 1 ist beim Juryvoting und vielleicht stacheln sie sich da gegenseitig an, dass es so gut funktioniert, dass die Leute hier bis in die 300 reingehen und scheinbar mehr als 2 Arbeitstage investiert haben, um Konzepte zu lesen, ist natürlich der Wahnsinn. Rausgekommen sind dann 10 Piloten, die haben
Geld bekommen, 1000 Euro vom Bayerischen Rundfunk. Die sind losgelaufen, alle zu den gleichen Konditionen. Wir haben denen nicht reinredigiert. Wir haben am Schluss einmal die Konzepte angehört, um zu gewährleisten, dass sie laut Presserecht auch publizierbar sind. Aber jeder hat quasi so das geliefert, was er für das Richtige, für das Beste gehalten hat für sein Produkt. Die sind veröffentlicht worden auf unserer Seite, sind rausgespielt worden, auch über iTunes an die entsprechenden Podcatcher und wurden dann natürlich auch von Spotify publiziert. Vielleicht zu dem Zeitpunkt, nee, ich würde sagen, Fragen machen wir später, weil sonst wird es lang. Ich würde jetzt kurz sagen, die drei Gewinner waren Ein Mann für Mama von Magdalena Bienert, Was bisher geschah von Reinhard Röde und der Fakecast Nichts als die Wahrheit. Eine kurze Frage hier in den Raum. Wer von euch hat irgendeinen von diesen 10 hier gehört? Gut, wer hat die Gewinner gehört? Sind nicht so viele. Ich würde jetzt ganz kurz auch sagen, wie es weitergegangen ist. Denn der Call war im Mai vorbei. Wir haben dann relativ lange Zeit gebraucht hier im Haus, obwohl wir mit Redaktionen sehr früh auch gesprochen haben, das ist dann eines unserer Learnings, dass wir das gerne in die Strukturen bringen wollen, dass wir gerne diese Podcasts auch zeitnah veröffentlichen wollen. Es hat sehr, sehr lange gedauert, obwohl alle Feuer und Flamme waren, auch mit unseren Strukturen und unseren Bürokratien und unseren auch Sparauflagen, die Öffentlich-Rechtlichen gerade haben und Budgets, die umgeschichtet werden müssen, und das ist relativ komplex, gern auch bei einem Kaffee dann draußen, die alle so reinzukriegen, dass sie produziert werden können. Es ist schön, dass jetzt am 8. November Ein Mann für Mama starten wird. Der wird produziert von Bayern 2, dem Notizbuch. Philipp Grammes ist dort der Redakteur, der das betreut. Und ich würde jetzt hier mal ganz kurz in den Trailer mal so einen Höreindruck geben, damit ihr wisst, was da jetzt dann nächste Woche kommt. Dietmar, ach, welche 1,77 Spaziergänge reisen. Ich gehe ja nicht gerne spazieren. Ich kann fast alles außer böse sein, oh Gott. Jim, der hat bestimmt Hunde. Kommt da in Ruhe? Nee. Würde Sex auch noch eine Rolle spielen? Na sicher. Na sicher. Hallo, ich bin Magdalena Bienert und ich freue mich, dass du schon mal bei meinem Podcast-Kanal gelandet bist. Hier kannst du mich und meine Mutter bei der Suche nach einem Mann für sie begleiten. Ich glaube allerdings, das wird gar nicht so einfach. Es gibt ja keine Männer mehr. Ich gucke ja auch schon morgen. Es gibt ganz wenig Männer, die mich wirklich interessieren. Meine Mama ist Anfang 70, echte Berlinerin, auch immer noch als Schauspielerin aktiv. Sie macht Sport, benutzt eBay, WhatsApp und kennt das passende Emoji für jede Lebenslage. Aber das mit den Männern... Die meisten Männer in meinem Alter sind alle schon alt. Also, alles ist so alt. Und das ist ja etwas, was ich überhaupt nicht ertrage. So, ich glaube, das Prinzip, das ist jetzt der Trailer, auch deswegen die vielen Scratches und so weiter. Ich glaube, das wird sich im Sounddesign dann in einem längeren Podcast noch ein bisschen anders darstellen. Ist jetzt die sehr komprimierte Version. Das startet am 8. November und war so der eindeutige Favorit der Jury. Also ich glaube, der ist mit ganz großem Abstand auf Platz 1 gelandet. Und Magdalena Bienert ist auch keine Unbekannte. Also die hat sehr viel Radioerfahrung. Die produziert in Berlin und für viele Öffentlich-Rechtliche, macht auch, glaube ich, einige freie Sachen. Und ja, es ist ein Vollprofi, das hat man von Anfang an gemerkt beim Konzept, bei der Auswertung. Eine der wenigen, die auch tatsächlich ein Audio eingereicht hat. Wir haben das zur Verfügung gestellt. Haben das nicht vorgeschrieben quasi, weil wir uns irgendwie dachten, ja okay, wir machen eine Podcast-Ausschreibung, die Leute sollen ein Konzept einreichen. Wir sagen, schickt auch gerne Audio dazu, damit wir so einen Look, einen Feel and Hear haben von euch. Das haben die wenigsten gemacht und tatsächlich war es auch so, dass diejenigen, die es gemacht haben, tendenziell auch sehr weit oben gelandet sind in der Bewertung. Also das hatte auch einen Effekt, glaube ich, bei ihr. Ein zweites Projekt, das jetzt auch schon soweit am Start ist, die Kollegen schreiben, Lea Hampel, Ralf Bücheler, beides auch Journalisten, Lea Hampel viel bei der SZ, Ralf Bücheler als freier Filmemacher, der ganz tolle Dokumentarfilme schon gedreht hat, die machen den Fakecast und der wird im Januar 2018 starten und zwar im Medienmagazin des Bayerischen Rundfunks. Ich würde hier dann ganz einfach mal so die erste Minute irgendwie vorspielen. Call for Podcast, ein Wettbewerb für gute Geschichten. Das war sehr interessant, weil eine Kundin zu mir kam und mich ganz gezielt angesprochen hat. Also die hat wirklich nach mir fragen lassen.
ihr sei an der Schule ihre Kinder zu holen gekommen, bei uns würde geklaut werden von Asylbewerbern und ich dürfte da nichts erzählen und sie wollte so wissen, was da dran sei. Das hat mich sehr überrascht. Das finde ich auch, das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Willkommen zu Fakecast, nichts als die Wahrheit. Hier sind Ralf Büchler und Lea Hampel. Wir nehmen uns regelmäßig Fake News, Gerüchte und Falschmeldungen vor und schauen, was. Ups. Wir wollen aber. Das wollte ich eigentlich eleganter machen, aber ich glaube, es kommt an der Stelle auch rüber, was der Fakecast machen will. Natürlich ist auch die ganze Fake-Geschichte, die stellt sich nach einem halben Jahr einfach wieder komplett anders dar. Das heißt, die bauen jetzt auch nochmal von Grund auf neu an ihrer Idee, werden sehr viele Sachen, die sie jetzt hier in dem Dummy angelegt haben, beibehalten, sind aber gerade auch in der redaktionellen Arbeitsphase und vernetzen sich auch hier mit vielen Abteilungen. Wir haben auch ein kleines Team, das sich um Falschmeldungen kümmert, die sie bei ihren Recherchen unterstützen wird. Und die sind gerade in der Ausformung. Das heißt, ich kann jetzt noch nicht genau sagen, ob sich das genauso anhören wird im Januar, wenn es rauskommt, oder ob da nochmal auch ein bisschen eine andere Körnung mit reinkommt. Ein drittes von Hadi Röde, der wird dem einen oder anderen auch bekannt sein, lange Jahre beim Zündfunk gewesen, hat dann mit VDTV eine Filmproduktion, Medienproduktion aufgebaut und ist gerade auch dabei mit Ikone Media, ja, ich glaube, so eine Art Podcast-Netzwerk auch mit aufzubauen. Seine Geschichte heißt, was bisher geschah und da sind wir noch in Gesprächen. Das ist also jetzt noch nichts, wo ich irgendwie einen Starttermin dazu sagen kann. Auch hier ganz kurz einen Eindruck, was Hadi so plant. Call for Podcast. Ein Wettbewerb für gute Geschichten. Waren ein Jahr, in dem unfassbar viele Angriffe passiert sind gegen Fremde in Deutschland. Es gab immer wieder ein paar Zahlen, die einen nur den Kopf schütteln lassen. Die erste, die mich total aus dem Stuhl gehauen hat, war die, die am 27. Dezember gemeldet worden ist. Bis dahin sind bundesweit fast 1000 Attacken auf Asylunterkünfte passiert. Dann nochmal ein paar Wochen später wurden die Angriffe insgesamt auf Flüchtlinge gezählt. Ich habe es auf tagesschau.de gelesen. Ich habe es gerade nochmal vor mir. In Deutschland hat es im vergangenen Jahr insgesamt mehr als 3500 Angriffe auf Flüchtlinge und Asylunterkünfte gegeben. Das berichten die Zeitungen der Funk der Mediengruppe. Demnach wurden außerdem 217 Attacken auf Hilfsorganisationen oder freiwillige Helfer gezählt. Bei den Angriffen seien mindestens 560 Menschen verletzt worden und die Zahlen sind noch vorläufig. Und das? Ich würde sagen, soweit mal. Sein Prinzip ist, dass er aktuelle Themen der Gegenwart in der Vergangenheit aufspürt und dann in Audioarchive reingräbt und Töne sucht, Diskussionen sucht, Diskurse sucht, die bereits mal geführt worden sind in der Gesellschaft und sozusagen die Vergangenheit nochmal sprechen lässt, weil wir aus der ja eventuell was über die Gegenwart lernen können. Und also eine sehr, sehr aufwendige Archivrecherche, die da im Hintergrund steht und ein sehr breites Themenspektrum, das er tendenziell damit abdecken kann. Und da ist er gerade auch noch in der Planung und er ist im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Ich hoffe, dass wir da auch irgendwann sagen können, dass das hier stattfindet. Da ist allerdings noch, das ist noch ungeschrieben. Wir haben die Leute auch nicht verpflichtet, ihre Projekte dann bei uns machen zu müssen, sondern wir haben gesagt, ihr kriegt ein Angebot von uns. Wenn wir nicht zusammenkommen, weil irgendwas für uns nicht passt, weil irgendwas für euch nicht passt, dann muss man einfach ehrlicherweise sagen, dann ist es einfach besser, wenn ihr eure Sache wieder in die Hand nehmt, die dann auch vielleicht frei macht oder in einem anderen Kontext dann rüberkriegt. Wir haben die also nicht mit dem Vertrag geknebelt und gesagt, jetzt alles zum Bär, zu uns, kommt zu uns. Ein paar Sachen, nur so als kurze Reinwerfer. Ich habe gerade das Schild bekommen, 2 Minuten. Was wir gelernt haben, es gibt genug Ideen und es gibt wahnsinnig viele engagierte Macherinnen. Wir haben mehr als 600 Einreichungen bekommen. Das war für uns ein ganz klares Signal dafür, dass es da einen irrsinnigen Pool an Kreativität gibt, mit dem wir gerne in Austausch gehen wollen. Audio, würde ich sagen, wäre in Zukunft tatsächlich ein Pflichtfeld bei der Einreichung, weil von dem Papierkonzept lässt sich halt einfach Audio nicht beurteilen. Wir haben gedacht, das wird automatisch dazu geliefert. Wenn jemand sowieso im Audiobereich arbeitet, ist nicht so, kann man nicht voraussetzen.
Wir würden die Ausschreibung tatsächlich in Zukunft dann auch mehr zuspitzen, beziehungsweise auch ganz klare Kategorien einfordern. Wir haben das denn offen gelassen bei Story First, beispielsweise im Projekt, das ich hier im BR mache, sind wir relativ harsch von dem her, was wir da verlangen. Das ist eine Art High Concept mit ganz klar gegliederten Bullet Points, die erfüllt sein müssen, auch im ersten Gedanken. Das wollten wir jetzt hier mal so ein bisschen offen halten. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Viele haben das gemacht. Sehr, sehr viele nicht. Ich würde sagen, 80% der Einreichungen haben es nicht gemacht. Und das ist schade, weil ich glaube, dass da einige Goldstücke dabei waren, die einfach dann so ein bisschen schludrig waren in der Ausarbeitung ihres Konzepts. Die aber vielleicht mit dem Audio perfekt geklungen hätten und tatsächlich eine Chance gehabt hätten, auch hier mit reinzukommen. Wir haben keine seriellen Einreichungen bekommen. Das hat uns sehr überrascht, weil wir eigentlich gedacht hätten, dass da sehr, sehr vieles kommt. Weil das auch so ja der Trigger immer hier war für den Podcast-Type, der nochmal aus den USA rübergeschwappt ist, ist nicht so. Und wir haben sehr viele aus der freien Szene Podcasts bekommen, die schon fertig waren. Ist natürlich schön, weil man darüber auch ich, der da nicht so total tief drin steckt, viele schöne Sachen entdeckt hat. Das war aber einfach nicht Teil der Ausschreibung. Wir wollten neue Konzepte haben und die sind sozusagen dann auch einfach auf den Tisch gefallen. Wäre grandios gewesen, vielleicht von dem einen oder anderen halt seine nächste gute Idee irgendwie zu hören. Das war dann oft nicht der Fall. Wir würden gerne, wenn wir sowas noch mehr machen, auch die Pilotteams besser vernetzen. Vernetzung war ein Anspruch von uns. Das haben wir in dem Fall nicht ganz gut gemacht. Die haben alle so für sich selber hingearbeitet. Wir würden wahrscheinlich einen gemeinsamen Workshop-Talk einziehen, wo die einfach mal hier zusammenkommen, gemeinsam arbeiten und da auch ein Resonanzfeld noch mehr entsteht, in dem die gemeinsam diskutieren können und vielleicht auch mit der Jury direkt in Kontakt kommen. Auch eine Sache. Die Jury hat sich vernetzt gehabt, auch über eine Gruppe, auf der sie diskutiert haben, auch noch mehr ausgetauscht haben, wie ist die Interpretation von bestimmten Regularien und so weiter. Das hat super funktioniert, aber natürlich ist so ein Austausch vor Ort von Auge zu Auge nochmal was anderes. Was wir auch gerne machen würden, wären mehr freie Radikale reinkriegen. Ich habe den Algorithmus kurz vorgestellt, ihr könnt euch sehen, der ist zwar eindeutig, der hat aber auch seine Tücken, beispielsweise so Herzensprojekte von manchen Juroren, wo sie gesagt haben, dafür brenne ich. Allerdings die anderen 50 irgendwie nicht unbedingt, die konnten wir gar nicht diskutieren, also dafür hatten wir kein Forum. Wir würden wahrscheinlich irgendwie eine Logik noch mit reinbringen, wo genau das möglich ist, dass diese kontroversen Produkte, wo man einfach sagt, da springe ich jetzt rein mit meinem verbalen Feuerschwert und überzeuge die anderen 50 davon, dass genau dieses eine Ding da rein muss. So ein Austausch ist ja auch immer eine Qualität in einem demokratischen Forum. Und wir haben natürlich einiges über unsere persönlichen Grenzen kennengelernt. Persönliche Grenzen meine ich jetzt mit systemische Grenzen, hier auch in den öffentlich-rechtlichen. Wir würden gern sehr viele Sachen anders machen. Wir sind manchmal halt einfach auch strukturell und bürokratisch nicht akut in der Lage, sehr schnell zu reagieren. Das dauert dann immer ein bisschen. Die Leute hier, es scheitert nie an den Menschen, die in dem System arbeiten. Es scheitert teilweise einfach an so ja Regularien, die vielleicht nicht mehr zeitgemäß sind, Regularien, die sehr richtig sind, wo man dann damit arbeiten muss. Wir sitzen auf einem Vertragswerk, Rundfunkstandsvertrag, Telemediengesetz, das müssen und wollen wir einhalten. Und das ist einfach dann in manchen Bereichen nicht unbedingt immer konkurrent mit dem, was der Markt erfordert oder wo vielleicht auch ein Podcast irgendwie hin sollte. Und teilweise, wenn es um Community-Management und um andere Sachen geht, dann sind wir einfach auch einfach von unseren Ressourcen und von dem, wie Ressourcen aufgeteilt sind, einfach nicht in der Lage, das 1:1 sofort so zu machen. Auch das ein großer Lernprozess, der angestoßen worden ist. Deswegen habe ich dahinter geschrieben, aber auch Aufbruchstimmung, weil der Wettbewerb so erfolgreich war, auch in der Innenwahrnehmung, dass darüber sehr, sehr viel getriggert worden ist. Also wir beispielsweise jetzt auch jetzt das Podcast-Verzeichnis endlich angehen dürfen, die zwei Kollegen arbeiten gerade dran und hier sehr viel versucht wird, um da auch ein bisschen marktadäquater in dem Bereich zu arbeiten. Ich glaube, ich habe die 2 Minuten gerissen, Entschuldigung dafür. Und das war es soweit, jetzt werden Sie fragen. Ja, Applaus für Matthias, ganz herzlichen Dank. Wir haben ja extra 2 Minuten gesagt, damit noch Zeit für Fragen ist. Ich gehe hier vorne einfach mal direkt rein. Oder Cornelis? Eine ganz kurze direkte Frage. Ihr habt ja so interessante Rankings für euch intern gemacht. Gibt es da eine Möglichkeit, das mal nach außen auch für die Teilnehmer transparent zu machen, um ein Gespür dafür zu kriegen, wie eine eigene Einrichtung steht? Vielleicht war man ja auf Platz 11 oder auf Platz 15, was ja ein tolles Statement ist. Gibt es da einen Plan? Gab es jetzt keinen Plan. Das ist aber jetzt auch kein Geheimnis sozusagen, das wir tragen. Das heißt, tendenziell gäbe es die Möglichkeit, dieses reine Ranking mal darzustellen und weiterzugeben. Dafür müssten wir aber, muss schauen, gerade an Erik und an Christoph, ist das alles noch so existent? Es liegt noch, oder? Also tendenziell kann man da reinschauen und auch sehen, wie sich das dargestellt hat. Leuten, die nachgefragt hatten dann bei uns, hey, wo sind wir denn gelandet? Denen haben wir immer so ein bisschen ein Gefühl vermittelt. Wir haben dann gesagt, hey, du warst sehr, sehr weit vorn oder du warst abgeschlagen, haben das dann denen auch ehrlich gesagt. Wir haben das jetzt nicht so strukturell an alle Teilnehmer geschickt. Das hat halt auch unsere Kapazitäten so ein bisschen gesprengt.
Jetzt haben von den drei Gewinnern drei Radioerfahrungen. Ich glaube, es ist jetzt nicht überraschend, dass die offensichtlich sehr gute Arbeit abgeliefert haben. Inwieweit ist denn angedacht für eine zukünftige Veranstaltung, das vielleicht nochmal zu clustern? Ich kenne es jetzt zum Beispiel von einem Photoshop-Magazin, dass die nochmal so in semi-professionell und professionell unterteilen. Weil, also klar, wenn man einen Backwettbewerb ausschreibt, dass dann die drei Bäcker offensichtlich eine gute Arbeit abliefern, war jetzt nicht so überraschend für mich. Es ist ein sehr guter Hinweis, über den wir auch schon nachgedacht haben und dann zu sagen, dass es vielleicht so eine wirklich Vollprofi-Kategorie gibt und dann Leute, die eben nicht in diesem professionellen Spektrum in Medienproduktion unterwegs sind. Weil das haben wir auch gemerkt, das sind nicht nur die Audio-Leute, die sehr gute Einreichungen gemacht haben, sind natürlich auch die Filmemacher, die einfach wissen, wie man Treatments schreibt und wie man das aufbereitet visuell, dass es sofort catcht. Ja, definitiv. Das wäre auch eins von den Learnings noch. Ich durfte ja auch ein bisschen mitmachen als Jury und hi. Ich mach die schon mal ab, ne? Und bei den Learnings stand zum Beispiel nichts über das Bewertungstool. Habt ihr denn da auch irgendwelche Learnings rausgezogen? Weil ich fand das Bewertungstool zwar super und sehr ansprechend grafisch gemacht, aber nicht immer anwendbar. Weil wenn ich ein sehr ernstes Thema habe, zum Beispiel, will ich da nicht bewerten, hey, sexy Podcast oder so. Ja. Also das fiel einfach manchmal schwer, da eine richtige Kategorie zu finden. Ja, das ist ja eine Sache, die in der Jury vor allem diskutiert worden ist, die wir auch ähnlich gesehen haben, haben wir auch immer drunter geschrieben und habt ihr recht. Das habe ich jetzt hier nicht als das große Learning drauf, weil das ist, finde ich, auch so ein bisschen Feinarbeit, dann einfach dann die richtige Stimmung zu kriegen für so ein Tool. Wir würden dann wahrscheinlich in dem nächsten Prozess die Jury, die mitarbeitet, in diesem Prozess als Nutzer dieses Tools komplett mit einbinden und dann sagen, okay, glaubt ihr, das sind die richtigen Zuschnitte von Kategorien, gebt uns bitte das Feedback dazu. Wäre ja das beste nutzerorientierte Herangehen jetzt bei so einem Prozess. So haben wir das jetzt den Juroren vorgesetzt und dann gemerkt quasi, wo so kleinere Ungereimtheiten drin waren oder einfach Kategorien, die nicht funktioniert haben. Teilweise dann bei bestimmten Podcasts wieder funktioniert haben, bei anderen wieder nicht. Das ist dann ein bisschen schwierig, aber die Balance so ein bisschen besser hinzukriegen, das wäre definitiv auch noch was. Ja. Hier haben wir noch eine. Noch ganz kurz, weil der Daniel auch da ist. Was war denn euer Fazit von dem Call for Podcast? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Dankeschön. Wir von Spotify fanden es mega spannend, wie viel tatsächlich eingereicht wurde. Natürlich die ganzen Punkte, die jetzt auch angesprochen wurden, dass natürlich die etwas professionelleren Themen so ein bisschen hervorstachen, ganz klar, ist uns auch aufgefallen. Aber alleine die Masse an Ideen, was Matthias auch schon meinte, war überwältigend und zeigt auch, wie viel Potenzial noch in dem ganzen Format steckt. Genau, alle weiteren Fragen könnt ihr ja mit den entsprechenden Akteurinnen und Akteuren klären. An dieser Stelle geben wir quasi weiter an den nächsten Vortrag. Dankeschön. Aber nicht ohne vorher dem Matthias Leitner nochmal zu danken für diese Vorstellung. Applaus